Moin Leute, heute erkläre ich euch, wie ich meinen E-Bike-Akku zusammengebaut habe. Und zwar im absoluten Detail. Ich werde alles zeigen. Ich werde zeigen, wo ich die Zellen her, wo, wie macht ihr das, wo könnt ihr im Notfall woanders Zellen bekommen, wie baut man das BMS zusammen, wie ist die Anordnung von den Zellen und so weiter. Also wirklich alles komplett im Detail und das wird sehr, sehr spannend. Also bleibt dran und jetzt starten wir. So, wo habe ich die Akkus her? Oder wo könnt ihr die herbekommen? Ich habe jetzt quasi drei Quellen, die ich euch nennen kann, wo ich denke, da habt ihr irgendwie eine Chance. Das eine ist meine Quelle. Früher habe ich die über eBay Kleinanzeigen und so weiter mir gekauft. Also da gibt es eigentlich auch immer jede Menge. Das Problem ist, da weiß man nie so genau, ob man den Händlern halt vertrauen kann oder nicht. Das fand ich immer ein bisschen schwierig. Ansonsten, ich habe die momentan von einem E-Bike-Reparaturservice quasi, also von einem Akku-Reparaturservice und der hat halt relativ viele defekte Akkus. Und findet das halt scheiße, wie die, also wie die hier recycelt werden. Und nein, das Recycling in Deutschland ist nicht gut, auch wenn mir das immer wieder Leute weiß machen wollen. Die Quote ist einfach nicht gut, die wir im Moment haben. Ja? Wir können es technisch, aber wir machen es nicht gut. Aber egal. Und genau, dieser Service möchte aber leider nicht auf YouTube genannt werden. Ihr könnt aber, wenn ihr bei uns im Forum einsteigt und ein bisschen zeigt, dass ihr da vertrauenswürdig seid, und ich meine vertrauenswürdig in dem Sinne, dass wir wissen, ihr bringt euch damit nicht um, dann können wir euch die Quelle auch nennen, ist kein Problem. Ansonsten, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, kann ich auch verstehen. Nervt halt, ist ja, wie gesagt, muss man Mühe reinstecken. Sollte man aber auch, wenn man halt so einen Akku für 100 Euro haben will, dann ist das so. Ansonsten, wenn ihr das ein bisschen einfach haben wollt, könnt ihr auf encon.nl gehen. Ich habe nichts mit denen zu tun, die kennen mich nicht. Wie gesagt, es ist keine Werbung oder so, aber der Laden ist nicht schlecht. Ich habe da auch schon ein paar Mal bestellt, aber als ganz normaler Kunde. Da kann man halt neue Zellen kaufen oder Refurbished-Zellen und die sind etwas teurer, als wenn man die gebraucht holt, aber sind dann teilweise auch neue Akkus. Also zum Beispiel hatte ich jetzt mal geguckt, 2 Euro pro Zelle für einen 3000 mAh Akku, also für eine 3000 mAh Zelle, wenn ihr 100 Stück bestellt, ist echt ein fairer Preis. Da seid ihr ungefähr bei 200 Euro plus 5 Euro Versand oder sowas. Und also das ist immer noch super und das sind dann neue Zellen, ne? Also da habt ihr auch gar keinen Stress mit, müsst die nicht testen und so. Das hat natürlich auch große Vorteile. Und klar, ist ein bisschen teurer, aber ich finde es immer noch ein guter Preis, also gerade für neue Zellen. Ja? Manchmal haben die auch Refurbished-Zellen oder Angebote, da kommt man dann sogar noch mal unter die 2 Euro, müsst ihr gucken. Oder wenn ihr halt nicht unbedingt die 1000 Wattstunden haben wollt, sondern vielleicht auch mit 800 zufrieden seid, könnt ihr auch ein bisschen kleinere Zellen nehmen, die werden dann noch günstiger. Ja? Also das geht auf jeden Fall auch und das ist eine sehr einfache Quelle, da müsst ihr habt ihr keinen Stress mit. Andere Möglichkeit ist batteryhookup.com. Die sind in den USA und versenden, soweit ich weiß, auch international. Ich weiß aber leider nicht genau, was der Versand kostet. Ja, da müsstet ihr mal nachfragen. Das kann natürlich teuer werden, weil irgendwie solche Zellen als Gefahrengut über Flugzeug oder Schiff zu versenden, ist halt nicht ganz günstig. Da müsst ihr mal fragen, da habe ich leider keine Erfahrung, aber fragen kostet nichts. Wenn ihr da eine Antwort habt oder wisst, was es kostet, schreibt mir. Dann kann ich das in der nächsten Folge auch sagen oder euch bereitstellen, damit ihr das wisst. Wie gesagt, ich weiß es leider nicht. Okay, jetzt die Frage, welche Zellen wollen wir verwenden? Ich bin ganz klar dafür, immer 18650er Zellen zu verwenden. Das sind diese Rundzellen hier. Warum? Die haben im Vergleich zum Beispiel zu Lipo-Zellen, die hin und wieder auch verwendet werden in E-Bike-Akkus, also extrem viele Sicherheitsmerkmale, die Lipo-Akkus nicht haben. Ja? Und das macht die einfach viel, 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 viel sicherer. Welche sind das? Das sind im Prinzip drei Sachen. Das eine ist ein sogenanntes CID, ein Current Interrupt Device. Ich blende das hier oben auch nochmal als Bild ein. Ihr seht das, da ist so eine Membran. Die steckt irgendwie hier drin und wenn jetzt hier irgendwie in der Zelle ein Gasdruck entsteht, dann ploppt diese Membran hoch und der Pluspol ist getrennt. Ja? Also das ist schon mal ein mega wichtiges, also extrem wichtig, weil die Last sofort wegfällt. Ja? Das andere ist ein PTC, das heißt ein Positive Temperature Coefficient Device. Klingt kompliziert, ist es nicht. Das ist einfach ein kleiner Ring hier, der zwischen dem Pluspol und der eigentlichen Zelle steckt. Und das ist nichts anderes außer ein temperaturgeregelter Widerstand. Das heißt, wenn die Zelle sich aus irgendwelchen Gründen erwärmt, was immer schlecht ist für so eine Zelle, wird einfach der Widerstand größer und die Last der Zelle sinkt. Also eigentlich ein ganz, ganz tolles Sachen. Ganz, ganz tolle Sache. Und das Letzte, was es noch gibt, das ist quasi hier, das sieht man jetzt hier nicht so gut, aber hier ist ein Überdruckventil drin. Das heißt, wenn hier innen drin irgendwie Gas entsteht, also das ist das Letzte, was passiert, wenn es wirklich total Amok läuft,
ist es hier so, im Pluspol kann Gas entweichen. Also das heißt, wenn jetzt Überdruck ist, kann der hier entweichen. Und auch das kann die Zelle entspannen und so eine exotherme Reaktion unter Umständen unterbinden oder zumindest vermindern. Und was noch gut ist, ich weiß, wenn etwas passiert, kommt es mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Pluspol. Auch das kann ich, ne, bei meinem Bau irgendwie berücksichtigen und zum Beispiel den Pluspol irgendwie mit Steinwolle oder so isolieren, ja. Also von daher 18650er eigentlich die einzige vernünftige Wahl in meinen Augen. Größere Zellformate, was gibt auch 21650 oder 21700, ist auch okay, kein Problem. Kriegt man meistens diese Zellhalterung nicht, aber geht auch. Also Hauptsache diese Rundzellen mit diesen ganzen Sicherheitsmechanismen, dann seid ihr eigentlich schon mal auf der sicheren Seite. Okay, was ist noch wichtig bei der Zellauswahl? Extrem wichtig ist die sogenannte Zellchemie. Was ist das? Die Zellchemie ist quasi die Zusammensetzung der positiven Elektrode von dieser Zelle, also hier drin. Und je nachdem, wie die zusammengesetzt ist, ändert sich quasi einmal die spezifische Energie, also quasi wie viel kann die an Milliampere-Stunden aufnehmen, ne? Also an Wattstunden interessiert uns eigentlich mehr. Wie viel Leistung kann eine Zelle bringen, also wie viel Watt kann die jetzt gerade in diesem Moment liefern, wenn ich sie brauche, ohne total einzubrechen? Wie sicher ist die Zelle? Also auch da gibt es massive Unterschiede zwischen den Zellchemien. Und wie zyklenfest sind die? Das heißt, wie lange wird die halten? Ja, also ich will ja eigentlich eine Zelle haben, die halt, besonders wenn wir Gebrauchte nehmen, die noch ein langes Leben haben wird und dass ich das nicht jedes Jahr meinen E-Bike-Akku tauschen muss. Ja, und das wissen die meisten Leute gar nicht, dass in diesen Zellen, je nachdem wie die zusammengesetzt sind, da drin extreme Unterschiede bestehen. Ich blende euch hier oben nochmal so eine Tabelle ein, da könnt ihr dann vielleicht so ein bisschen diese Zellchemien einordnen. Ja, also es gibt zum Beispiel NCA, es ist dann Lithium, Nickel, Kobalt, Aluminium, Oxid, das ist alles scheißegal. Ihr müsst nur diese Namen euch merken und dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr so Zellen habt, könnt ihr auf dampfakkus.de oder voltaplex.de oder com, ich blende es hier unten nochmal ein, könnt ihr draufgehen, gebt da ein die Namen und dann seht ihr, welche Zellchemie das ist und dann könnt ihr in meiner Tabelle gucken, ob das Sinn macht oder nicht. In meinen Augen ist für einen E-Bike-Akku die geeignetste Zellchemie sind NMC-Zellen, ja? Also Lithium, Nickel, Mangan, Kobalt, Oxid. Weil die wirklich so ziemlich alles vereinen. Die sind sehr sicher, also die gehen wirklich nicht so schnell hoch. Die haben eine ganz, ganz hohe Temperaturfestigkeit. Die neigen auch nicht so zum thermischen Durchgehen und so. Also die sind wirklich deutlich sicherer als andere Zellchemien. Die haben eine super Zyklenfestigkeit, eine sehr, sehr gute spezifische Energie und auch noch eine Leistung. Ja? Also das ist wirklich so ein total guter Allrounder. Und also das ist die Zelle, die ich wähle halt. Das ist für mich die einzig richtige, in meinen Augen, ja. Wie gesagt, kann man drüber streiten, aber für mich ist es die Zelle. Okay. Also bevor wir die Zellen natürlich testen können, müssen wir die hier erstmal von diesen Nickel-Strips befreien, ja, also hier die quasi abmachen und dann müssen wir die halt rausholen. Also im Prinzip heißt eigentlich nur diese Nickel-Strips abmachen, hier die Schrauben entfernen, dann können wir die beiden Deckel abheben und dann kommen wir an die Zellen gut ran. Ja, beim Nickelstrips ablösen wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Also ich mache es halt immer so mit so einer Spitzzange und drehe die halt hier so raus. Ja, man sieht, das klappt ganz gut. Was passieren kann ist, wenn ihr hier gerade beim Minuspol, also diesem flachen Pol quasi, wenn ihr hier die Nickelstrips abmacht und ihr hört so ein leichtes Zischen, dann habt ihr die Zelle leider geöffnet. Das ist kein Super-GAU, da passiert nicht viel, keine Sorge. Es zischt, es stinkt, also dann weg damit. Und dann ist die defekt, ne? Dann könnt ihr die auf gar keinen Fall mehr nehmen, dann hat die halt ein Loch und dann war es das, tut die weg und verstaut die irgendwie sicher dann natürlich. Am besten vielleicht abkleben, Plus- und Minuspol und dann ist die Sache auch gegessen. Also ist alles kein Drama, aber nicht verwenden, ne? Und am besten draußen lagern irgendwie, weil natürlich eine offene Zelle ist immer natürlich eine potenzielle Gefahr. Passiert aber eher selten. Also hier bei den Zanyos hatte ich das jetzt noch gar nicht, wo das häufiger mal vorkommt. Das ist leider bei diesen Teilen von Panasonic, sieht man jetzt nicht so gut. Das sind Panasonic 18650 CG und die haben leider eine extrem weiche Hülle. Also ich weiß nicht, was die da für einen Billigstahl verwendet haben oder wie dünn der ist. Das ist wirklich der letzte Dreck. Die sind ganz schlimm, also extrem stark verschweißt, also hier in den Dingern. Und das ist halt, also die kann man fast kaum noch retten. Da gehen mir die meisten sogar irgendwie kaputt. Das ist echt schade, aber kann man nichts machen. So ist es. Mal sehen, vielleicht kann man irgendwann mal, vielleicht wenn das mit dem ganzen Second Life-Kram ein bisschen mehr anläuft und es mehr Leute machen oder halt auch im größeren Stil die Hersteller dazu bewegen, da vielleicht auch dran zu denken bei der Produktion. Aber ich denke, da sind wir noch weit entfernt von.
So, die Nickelstrips habe ich jetzt soweit entfernt. Also sieht das Ganze aus. Also man sieht halt hier wieder diese korrodierten Zellen, ne? Die muss man natürlich rausnehmen. Die taugen nichts mehr. Ansonsten ist es tatsächlich auch doch passiert, dass an dem einen oder anderen Minuspol ein kleines Loch entstanden ist. Sieht man jetzt tatsächlich nicht. Also man hat es halt nur so, es zischt halt kurz so ein ganz kleines bisschen, aber es ist wirklich ganz minimal, man kriegt fast nichts mit und das eigentlich das eindeutigste Merkmal, es stinkt. Das ist, glaube ich, der Elektrolyt, der echt ekelhaft ist. Naja, gut, die müssen natürlich auch aussortieren, also da kann man nicht drüber reden. Ansonsten, ich weiß nicht, die Halterung ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, die behalte ich einfach mal. Guck mal, 10S, 6P, wunderbar, 60 Stück. Und ansonsten können wir die Zellen jetzt so wunderbar entnehmen. Das sind hier jetzt Sanyo UR18650EA. Bei den Sanyos ist es leider echt scheiße, weil da steht es nicht drauf. Ja? Also ich kenne die jetzt mittlerweile und hier steht irgendwie QIGEA, aber das EA kenne ich halt schon, dann weiß ich, alles klar. Ansonsten erkennt man die halt immer ganz gut an dieser Kappenfarbe hier. Also das könnt ihr, glaube ich, ganz gut sehen hier. Ne? Das ist dieses bläuliche, schwarz-bläuliche. Und da gibt es zum Beispiel Datenbanken auf secondlifestorage.com, da kann man ganz gut nachgucken und da sind alle möglichen Bilder von den Teilen, damit kann man die sehr gut identifizieren. Alles klar, ansonsten hole ich jetzt hier erstmal raus und werde die schlechten aussortieren und dann testen wir gleich und dann zeige ich euch, wie das funktioniert. Okay, der nächste Schritt ist, die Zellen zu testen. Wenn ihr neue Zellen gekauft habt, könnt ihr diesen Schritt praktisch überspringen und zum nächsten übergehen. So, wenn nicht, müsst ihr die Zellen testen. Und ihr habt gesehen, ich mache das mit so einer künstlichen Intelligenz, die ich mir selber geschrieben habe. Und die wird auch bald für euch frei verfügbar sein. Ich habe die im letzten VDI-Vortrag schon mal vorgestellt. Im Moment ist es aber noch eine Alpha-Version, sodass wir die noch nicht rausgeben können. Aber es wird in den nächsten Monaten definitiv kommen. Ja, dann könnt ihr das relativ fix damit machen, aber wie gesagt, aber im Moment leider noch nicht. Wie könnt ihr das machen? Ihr könnt das relativ einfach machen und zwar nehmt ihr so eine Zelle, ihr kauft euch dann einen Batterietester, die gibt es von CSL oder was weiß ich nicht was, da gibt es alle möglichen Teile. Unten habe ich mal einen verlinkt, da könnt ihr drauf gucken und den benutze ich auch, der ist ganz gut. Ihr steckt diese Zelle da rein, drückt auf Test. Und der sagt euch dann, wie viel Kapazität die Zelle noch hat. Ja? Und der macht das folgendermaßen, der lädt die Zelle auf, entlädt die wieder und misst die Kapazität, die er beim Entladen entnehmen kann. Und das ist wichtig. Ihr dürft nicht irgendwie testen, wenn ihr aufladet. Das machen auch manche. Warum? Wenn die Zelle nämlich defekt ist und einfach Wärme abgibt, also das heißt Energie verbrennt während des Aufladens, bekommt ihr einen sehr hohen Wert an Milliampere-Stunden raus. Aber der stimmt nicht wirklich, sondern ihr habt einfach nur gemessen, wie viel ihr in die Luft verbrannt habt. Ja, deswegen nur beim Entnehmen testen, ja. Aber mit so einem normalen Batterietester macht ihr das immer. Das ist ganz normal dort. Okay, dann messt ihr die Kapazität, schreibt euch die auf, so und so viel hat die noch. Danach müsst ihr die wieder vollladen, also einfach mit dem Ladegerät oder dem Tester, scheißegal wie ihr das macht. Und lasst die dann, schreibt euch die Spannung quasi auf, was weiß ich, 4,2 Volt. Lasst die dann liegen für 14 bis 30 Tage. Und checkt die Spannung nochmal. Ja, dann seht ihr halt irgendwie, okay, die hat jetzt so noch 4,14 oder sowas. Und da ist die Grenze, dass die Spannung maximal 3-4% fallen darf. Ja? Wenn die um mehr gefallen ist, dann tut die Zelle lieber weg, dann verliert die zu viel Spannung. Das ist auch ein Qualitätskriterium, okay? Und das war's. Wenn die beides irgendwie gut ist, also die Kapazität noch in Ordnung ist und die Spannung in Ordnung ist, dann könnt ihr die weiterverwenden. Also für euer E-Bike halt, dann ist sie in der Regel safe. Okay, nächster Schritt. Ihr habt jetzt irgendwie die Zellen bekommen, sei es neu oder alt. Was ihr jetzt machen solltet, ist die erstmal alle aufladen. Also auf 4,1, 4,2 Volt, wie ihr möchtet. Also wenn ihr ein normales Ladegerät nimmt, haben die 4,2 Volt. Und was ihr dann macht, ist, wenn die 4,2 alle haben, ihr schaltet die erstmal alle parallel. Also ihr könnt einfach, was weiß ich, ein Stück Metall hier oben drauflegen oder so. Einfach erstmal alle Plus an Plus und Minus an Minus alle gleichschalten. Und warum machen wir das? Der Sinn ist, dass die im oberen Bereich bei den 4,2 Volt alle gleich sind. Die müssen alle exakt dieselbe Spannung haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja? Warum? Weil wenn die später in Serie geschaltet sind, hoch und runter lade, muss ich immer sicherstellen, dass im oberen Bereich die Spannung möglichst gleich ist. Ja?
Ich habe im Notfall immer noch mein BMS, was das auch noch mal prüft und im Notfall abschaltet. Trotzdem ist es sehr günstig, wenn ich die zumindest oben oder unten, also im unteren Bereich geht es auch, der obere ist in meinen Augen günstiger geeignet, die dort erstmal balance, also Top Balancing nennt man das, ja. Das ist der erste, das initiale Balancing, das heißt, ich gleiche die Spannungen erstmal alle an auf einem Level und das ist das Höchste. Okay. Jetzt die Frage, wie schalte ich die zusammen? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich weiß, ich habe einen 36 Volt Akku, die haben nominal 3,6 Volt, also 10 mal 36, 10 mal 3,6, das sind dann die 36, das heißt 10 in Serie und da ich 90 Akkus habe, 9 parallel. Also das heißt, ich muss immer 9 von denen in parallel schalten, ja, wie ist egal, also immer Plus an Plus, Minus an Minus und davon dann diese 9er-Packs quasi nebeneinander und die werden dann in Serie geschaltet und damit komme ich dann auf meine 36 Volt. So einfach ist das. Ich zeige es aber gleich nochmal, ja, wie ich das gemacht habe, wie es bei mir auf dem Pack aussieht. Die Anordnung, wie ich die habe, muss nicht so sein. Ihr könnt die auch anders machen oder so. Hauptsache immer 9 zusammen parallel, nochmal 9 zusammen parallel und die dann irgendwie in Serie geschaltet. Aber ich zeige euch gleich, wie das aussieht und wie man das macht. Es ist echt nicht kompliziert, okay? Also. Hier immer Plus an Plus, Minus an Minus, Plus an Plus, Minus an Minus. Also machen jetzt hier erstmal nur diese Parallelverschaltung und wenn wir die am Ende haben, auf der anderen Seite auch noch, dann können wir weitergehen. Also dann sehen wir halt zu, wie wir die Dinger seriell verschalten wollen. Ja? Also jetzt hier würde ich es jetzt einfach mal umdrehen. So. Und dann den ganzen Spaß hier nochmal. Okay, ich zeige euch jetzt, wie man das macht. Also ich habe jetzt hier, das hier wird jetzt mein Minuspol. Ich habe mich jetzt halt für die Seite entschieden. Hier mache ich jetzt so einen kleinen abstehenden Nickelstrip dran. Ja, das wird dann quasi der Minuspol. Hier würde ich dann später was dran löten können, da ich jetzt nicht direkt auf die Batterien löten möchte. Kann man auch machen, aber ich meine, ich habe ja jetzt hier die Möglichkeit, also mache ich so. So, jetzt ist hier mein Minuspol, das heißt, hier fange ich jetzt einfach mal an. Dann drehe ich um, genau diese Packs im Auge behalten. Das ist dann jetzt hier diese. Und die schließe ich jetzt an das hier an. Also quasi einen hier rüber. Ja? Ich habe hier dieses parallele Pack. Und das geht jetzt einfach einen hier rüber. Da mache ich irgendwie drei Verbindungen oder so. Das sollte dicke reichen. Und genau, dann hätte ich jetzt, wenn ich dann messe, ich zeige es euch gleich, wenn ich soweit bin, dann können wir mal den Strom messen. Dann seht ihr, habe ich hier eine höhere Spannung. So, hier sind wir wieder. Ich zeige es euch kurz. Habe ich jetzt hier diese Querstreben reingemacht, also von dem Pack zu dem. Und wenn wir jetzt messen, dann haben wir hier von unserem Minuspol zu diesem Pack. Ja, Quatsch, hier vorne. Da sind wir bei 8,35 Volt. Also, ne, da sind wir jetzt genau bei dem Doppelten von 4,2 in etwa. Also, das passt, ne? Das heißt, ich habe jetzt quasi einmal von hier. Dann hier rüber und jetzt komme ich hier wieder raus und dann würde ich hier jetzt wieder zum nächsten gehen. Also so ein bisschen wie so eine Schlangenlinie einfach und ihr könnt das im Prinzip auch einfach immer nachmessen, halt immer gucken, wenn ihr da wieder rauskommt, dann müsst ihr halt wieder plus 4,2 oder wie viel eure Akkus auch gerade haben. Und das war's und das macht ihr dann so lange durch, bis ihr hier am Ende dann hier dann rauskommt und das ist dann euer Pluspol. Das war's eigentlich schon. So, fertig. Jetzt haben wir quasi hier den Minuspol und hier kommt dann der Pluspol raus, also nochmal zur Erklärung, wir gehen hier bei Minuspol los, hier rein in das nächste parallele Pack und dann immer so quasi so schlangenförmig hier durch, bis man dann am Ende hier rauskommt. Und dann haben wir eine Spannung von 41,7 Volt. Also, ne, wir sind jetzt, wie gesagt, 42 wäre randvoll und 41,7, das ist alles super im Rahmen. Also 1A, das war's. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt müssen wir das BMS dran löten. Das wird ein bisschen nerviger, aber kriegen wir auch hin. So, der nächste Schritt ist quasi, ich zeige es mal hier. Also, wir haben jetzt hier einmal den Minuspol. Ja, den habe ich jetzt hier an B-Minus angeschlossen. Also, B-Minus steht dann einfach für Batterie-Minus von dem BMS. Und danach ist es halt so, wir schließen jetzt halt diese kleinen Spannungssensoren, also es sind einfach nur kleine Käbelchen. Und das funktioniert folgendermaßen: Man fängt hier mit dem schwarzen an, der kommt an den Minuspol. Und danach kommt das dann quasi an den gegenüberliegenden Pluspol. Und dann immer einen weiter sozusagen. Ja? Also halt, wie kann man es checken, ob ich es richtig gemacht habe? Ich zeige euch das.
Das ist super einfach. Ihr macht nichts anderes, außer ihr fangt hier an diesem Kontakt an und haltet den einen an Minus. Ja. Ist ein bisschen frickelig. So. So, und dann geht ihr die Dinger einfach der Reihe nach durch. Und es muss sich immer ungefähr 4 erhöhen. Also haben wir jetzt hier 4,2 vom ersten zum zweiten. Na, no, dann der nächste, 8,3. Also es sind dann die 4 höher. Da müssten wir jetzt ungefähr irgendwo bei 12 landen. Jetzt bei 16, irgendwas. 20, irgendwas. 25. 29. 33. 37 und die 41,7. Also seht, so funktioniert das. Ne? Also es muss hier einfach so eine aufsteigende Reihe sein und je nachdem, wie ihr die geladen habt, aber ich sag mal in der Regel, ich mache es halt immer voll, dann weiß man, was drin ist, dann hast du so 4,1 oder so. Und genau diese Differenzen, die müssen hier abgebildet sein. Ne? Also immer plus 4, plus 4, plus 4, plus 4 und das war es eigentlich schon. Und wenn ihr das gegeben habt, dann könnt ihr das Teil anschließen. Also hier sind wir dann quasi schon fertig. Dann schließen wir das jetzt hier an das BMS an. Und jetzt weiß das BMS praktisch, okay, alle Spannungen sind irgendwie okay. Die sind zwischen, was weiß ich weiß nicht genau, wo er schaltet, aber 3,0 oder 2,8 oder sowas um den Dreh bis 4,2, ja. Und sobald irgendeine der Spannungen drüber oder drunter liegt, macht er hier den Minuspol dicht. Und das war es halt auch schon, ne? Genau, jetzt haben wir eigentlich alles, was die Batterie angeht, soweit angeschlossen. Was jetzt hier noch fehlt, ist dann der Pluspol. Der muss natürlich dann der muss dann einmal zum Laden und auf der anderen Seite zum Motor. Und dann noch der Minuspol, der unten zum Laden kommt. Der kommt zum Motor, Quatsch. Und der hier ist, glaube ich, der Charger, genau. Der kommt zum Laden, also an den Ladeport. Ja. So, und das war's. Dann hätten wir es soweit. Also ich mache jetzt hier mal weiter und dann denke ich, dann sind wir gleich soweit. So, was ich jetzt gerade ein bisschen ungünstig finde, ist, ich muss ja jetzt hier den Charger Minus, das ist dieses gelbe Kabel an dem BMS, das muss jetzt hier an den Ladeport ran und weiterhin muss der Pluspol, also hier an der Batterie, auch an den Ladeport ran. Dafür müsste ich natürlich wissen, welcher von den drei Anschlüssen jetzt Plus und Minus ist. Das finde ich jetzt ein bisschen unglücklich, dass es nicht draufsteht, aber ich habe jetzt hier einfach mal ein Netzteil angeschlossen. Das hat jetzt nicht mehr die richtige Spannung, aber damit sollte ich jetzt rauskriegen, was was ist. Okay, schauen wir mal. Minus 12, also so ist falsch rum. Das heißt dann wahrscheinlich, das hier ist der Minus, das hier ist der Plus. Und der obere hat irgendwie überhaupt keinen Sinn. Schön. Also wir haben hier unten, das ist Minus, das ist Plus. Also der hier Minus, der hier Plus. Okay. Ja, die muss ich jetzt dann noch anschließen. Wie gesagt, der Minusport kommt dann hier an dieses gelbe Kabel. Das werde ich auch nochmal verlängern müssen. Und der Plusport kommt dann einfach hier an die Batterie. Oder meinetwegen auch hier an den Ladeport, das ist im Prinzip egal. An den Powerport, das tut nichts zur Sache. Okay, so, wie ist der Stand? Ich zeige es euch nochmal, ist alles wieder nicht so wahnsinnig kompliziert. Also wir haben jetzt hier ist der Chargeport. Dummerweise ist mir hier dieser kleine Pin abgerissen, weil das ist echt super filigran und alles andere als cool gemacht. Aber es stand noch genug raus, sodass ich hier noch das kleine Kabel anlöten konnte. Ich werde das jetzt aber gleich hier mit Heißkleber versiegeln, damit das überhaupt hält, weil das, glaube ich, eine sehr schwache Verbindung leider ist. Hier vom BMS gehen zwei rote Kabel aus, die sind nicht beschriftet. Das ist quasi einfach nur der On-Off-Switch, den macht man genau hier dran. Also damit kann ich jetzt praktisch das ganze Teil ein- und ausschalten, also das BMS ein- und ausschalten. Auch hier werde ich, glaube ich, gleich etwas Heißkleber drum machen, damit das nochmal etwas besser hält. Ansonsten seht ihr hier vom BMS geht dann der Powerport mit P-, ja, der geht hier an den Minuspol. Und der Pluspol, da habe ich jetzt hier nur dieses lose Kabel dran gemacht, der wird dann gleich an den Pluspol von der Batterie gelötet. Dann fehlen am Ende noch diese beiden Drähtchen, die kommen dann an Plus und Minus, die zeigen mir den Batterieladestand an und das war es dann eigentlich. Ja? Also wie gesagt, sind jetzt noch so ein paar Käbelchen, die Ladeports, der
Der eine Port, der Minus-Port, kommt hier an das BMS und Plus kommt am Plus der Batterie. Und das war's dann. Ich mache es jetzt nochmal und zeige es euch gleich nochmal. Also es klingt jetzt wieder alles sehr kompliziert. Das sind ein paar Kabel zugegeben, aber letzten Endes ist es auch alles nicht so wahnsinnig schwierig. Also wir beißen uns schon durch, ja? Alles klar. Dann bis gleich. So, fertig. Alles angeschlossen soweit. Jetzt habe ich mein Ladegerät vernichtet, weil ich habe aus Versehen hier den, also hier so ein Port kommt da rein hier, so ein runder quasi, und ich habe den hier mit einem XT60 verbunden und da habe ich Plus und Minus vertauscht und jetzt hat es halt das Ladegerät zerlegt. Na gut, kann man nichts machen. Ansonsten hier schon mal die wunderbare Ladeanzeige, die funktioniert, der Akku ist voll. Das können wir jetzt noch testen, wir könnten mal checken, hier am Plus- und Minuspol, ob da auch wirklich die entsprechende Spannung anliegt, die wir haben wollen. 36,87 ist zu wenig, das liegt jetzt einfach daran, dass ich den Ausschalter ausgeschaltet habe. Schalte ich den jetzt ein, zack, 42, aus, 36. 36 ist wahrscheinlich dann mehr oder weniger 0, der hat noch so ein bisschen Leckspannung, das ist nicht schlimm. Also das funktioniert schon mal, der Ein- und Ausschalter klappt, das ist hier vom BMS gesteuert, also das scheint schon mal was durchzulassen. So, war noch ein bisschen frickelig zugegebenermaßen. Also ist halt alles sehr, sehr eng gepackt und so, aber gut, das muss es auch sein. Und ansonsten ist jetzt gut, hat gut funktioniert, die Anzeige funktioniert, die Spannung klappt. Ich habe es auch schon gecheckt, Ein- und Ausschalter funktioniert, alles gut. Also soweit ist das Teil eigentlich fertig. Was jetzt noch, wo ich mir noch ein bisschen die Frage stelle, ist, also das Teil ist relativ schwer, also es wiegt schon gut was, und also ich frage mich jetzt, wenn man das Teil mit der Schiene jetzt halt einfach nur an dem Flaschenhalter befestigt, da habe ich ein bisschen Sorge, ob das reicht. Ja, wir werden sehen. Ich denke, das muss man einfach mal ausprobieren und sich dann anschauen entsprechend. Und tja, da werden wir dann sehen, ob es dann gut funktioniert oder nicht, ne? Kann halt sein, dass das Ganze dann vielleicht doch zu schwer ist, wenn man das noch irgendwie stabilisieren muss oder so. Das muss man sich dann halt nochmal anschauen. Aber ansonsten funktioniert es erstmal. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, dann kommt unbedingt bei uns ins Forum. Wir haben eine super angenehme Community, also keine Frage ist irgendwie zu dumm oder sonst irgendwie was. Fragt lieber 50.000 Mal nach, bevor ihr da irgendwas falsch macht. Also wirklich da lieber auf Nummer sicher gehen. Wenn ihr denkt, das traue ich mir nicht zu, dann müsst ihr das ja nicht machen. Aber wie gesagt, auch im Forum und so weiter, ihr findet sehr viel Hilfe. Ich habe auch bei Null angefangen und viele bei uns im Forum auch. Und die haben, viele haben wirklich krasse Sachen zusammengebaut, die noch wesentlich komplexer sind als so ein E-Bike-Akku. Also es ist machbar. Man muss sich halt einmal damit auseinandersetzen. Ja? Aber dafür wird man dann belohnt mit einem sehr, sehr günstigen Akku, der sehr, sehr cool ist. Und man hat noch Sachen recycelt. Das heißt, man kauft neue Zellen, kann ich aber auch verstehen. Ja, ist halt nicht, man kommt nicht immer so einfach dran, leider. Ja, ist echt schade, dass das hier so ein Problem ist. Okay, wenn es euch gefallen hat, denkt an ein Like, an Abo. Ich freue mich mega über sowas. Kommentare immer herzlich willkommen, wenn sie konstruktiv sind natürlich. Und dann bis zum nächsten Mal.